Meine liebe Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir haben heute was ganz Verrücktes vor. Und zwar sind heute 1200 Kilometer geplant mit meinem Tesla Model S. Es ist 5.45 Uhr morgens, wie man mir schön ansehen kann. Wir werden jetzt von Heilbronn nach Amsterdam fahren und zurück an einem Tag. Ja, ich habe mich überreden lassen, so eine dumme Sache zu machen. Ich habe auf jeden Fall Lust. Wir sind sehr früh aufgestanden und hoffen, dass die Autobahn jetzt recht leer ist. Und es geht in diesem Video primär mal darum zu schauen, wie es mit so einem alten Tesla ist, noch so viel Strecke zu machen. Und ich kann euch zeigen, dass das gut möglich ist. Mit dem Supercharger-Netzwerk und einer tollen Ladeleistung, tollen Reichweite hoffentlich. Und ihr könnt mir zu Beginn des Videos schon mal einen Daumen nach oben da lassen, den Kanal abonnieren und gerne kommentieren, was ihr von dieser verrückten Idee haltet oder generell von meinem Auto und was eure längste Strecke ist, die ihr mal gefahren seid, zumindest an einem Tag. Und dann würde ich sagen, legen wir auch gleich los, ab auf die Autobahn Richtung Amsterdam. Also, meine Route steht, der Plan wäre total komisch, typisch Model S halt von mir. Und zwar will in Troisdorf hier einmal für 50 Minuten laden und dann werden wir weitergefahren und zwar durch nach Amsterdam. Das ist so ein Park and Ride vor Amsterdam, denn direkt in Amsterdam ist es ziemlich blöd zu parken. Die Parkgebühren sind so hoch extra, damit man nicht mit dem Auto reinfährt. Also das werden wir nicht machen, deswegen fahren wir hier vor das Zentrum von Amsterdam und fahren dann mit den Öffentlichen rein. Und was wir auch nicht machen werden, ist einfach diese blöde Laderoutenplanung. Da müssen wir mal schauen. Jetzt wieder in Bonn laden, also er spielt hier rum. Schauen wir jetzt einfach mal. Fahren wir los und dann bin ich gespannt. Adapter haben wir auch an Bord. Das braucht dann auch einen Adapter, mein Fahrzeug, fürs CCS-Laden. Wir sind jetzt gerade um Umplan. Wie wir vorhin schon erwähnt haben, ist die Planung einfach nicht so cool und es macht für uns gar keinen Sinn bis nach, was hat er gesagt, wo wollt ihr uns haben, wo wir dann mit irgendwie 70% laden müssten? Bensheim. Bensheim, so, genau. Jetzt plant er uns Troisdorf rein. Jetzt ist das Problem halt, klar, ich könnte jetzt einfach nach Troisdorf fahren und der Tesla nimmt mir schon die Arbeit ab, aber naja, da ist die Realität jetzt nicht inbegriffen. Also was meine ich damit? Hier haben wir 20 Ladeplätze, alles toll, V3 Supercharger, aber ich möchte jetzt frühstücken. Wir sind früh losgefahren, ich habe noch gar nichts gegessen. Und an diesem Supercharger kann ich einfach nicht frühstücken. Es gibt zwar ein Lokal für Golfer, ich weiß aber nicht, ob es auf ist. Und da kann ich auf jeden Fall nicht normal, wie ich das möchte, jetzt frühstücken. Ja? Und zum Zweiten möchte er da 50 Minuten laden, dann weiterfahren in die Niederlande. Also ich lade lieber zweimal für 25 Minuten als einmal für 50 Minuten. Ja. Ganz ehrlich. Und das ist jetzt so ein bisschen ein Dilemma, du kannst es mal zeigen. Entweder in Troisdorf, der fällt raus, der Supercharger, wie ich gerade gesagt habe, oder Köln-Bonner Flughafen. Das ist ein V4 Supercharger auf einer Palette. Da war ich schon mal, da will ich nicht nochmal laden, der lädt nicht richtig schnell. Okay. Und da kann ich auch nichts essen. So, und was haben wir sonst noch? Köln-Karlsberg. Die Frage ist, komme ich da hin mit meiner Reichweite? Und da gibt es, glaube ich, auch nichts zu essen, richtig. Er zeigt es zwar hier an, aber das ist auch ein bisschen Augenwischerei von Tesla, weil... Er zeigt zwar ja, anders, genau, was wird denn eben unter Kaffee und unter Essen dann deklariert? Das ist ja auch die Frage. Katastrophe bei Tesla manchmal. Da sagen die Kaffee und dann musst du 10 Minuten laufen. Das kommt auch teilweise vor. Oder lass es nicht 10 Minuten sein, meinetwegen 5 Minuten. Klar sagen jetzt viele, du stirbst wegen 5 Minuten nicht. Ja, schon richtig. Aber was ist mit Kaffee gemeint? Manchmal auch irgendwelche Gaststätten, die dann gar nicht aus sind früh morgens. Also das kann man nicht so 100% glauben. Am besten ist immer noch, ihr wisst, wo ihr hinfahrt. Ihr wart schon mal im Supercharger. Und dementsprechend kann es sein, dass wir sogar viel früher jetzt laden in Oberhonnefeld, weil ich weiß, da kann man was sich zum Frühstücken holen. Mhm. Obwohl das viel zu früh obwohl ist. Obwohl es für uns keinen Sinn macht. Sagst du, es macht Sinn? Als, weil ich kenne viele Tesla-Fahrer, die sagen, ja, ich nehme nur Supercharger-Netzwerk, das ganze andere, NBW und wie sie alle heißen, Ionity, das brauche ich nicht, das will ich nicht. Man kommt definitiv von A nach B, keine Frage. Und wie wir schon sehen, man wird nicht liegen bleiben, weil das Fahrzeug plant dir alles ein. Aber ist es für dich auch wirklich sinnvoll, als Tesla-Fahrer nur Tesla zu nutzen? Oder würdest du sagen, ich nutze auch regelmäßig NBW, Ionity etc.? Also wir haben ja noch ein Model 3. Und da ist es ein bisschen anders, da laden wir auch an anderen Ladeanbietern. Bei dem Fahrzeug ist es so, aufgrund des Free Superchargings möchte ich schon gern bei Tesla das ausnutzen. Bietet sich an. Also, wenn es sich anbietet, dann lade ich auch bei Fremdanbietern. Natürlich, also wenn es gar nicht anders geht, habe ich kein Problem damit. Aber ich präferiere natürlich die Supercharger auch aufgrund der Planung. Da möchte ich auf jeden Fall noch einen Punkt jetzt im Video erwähnen, der auch ein riesen Kritikpunkt ist von vielen Tesla-Fahrern. Warum werden nicht Fremdmarken eingeplant in die Laderoutenplanung von Tesla? Ja, ich kann das verstehen, dass das nicht kommen wird, sehr wahrscheinlich, weil
Natürlich möchte die Tesla seine eigene Infrastruktur pushen, ja. Ganz genau. Verstehe ich betriebswirtschaftlich total. Ist ja auch mein Studiengang. Aber allein der Fakt, dass ich hier nicht alle anderen Ladesäulen drin habe. Ich kann es mal zeigen. Ich kann hier andere Ladesäulen mir anzeigen lassen. Aber es sind halt bei Weitem nicht alle. Ich weiß nicht, was das soll. Es sind nicht alle und sie werden auch nicht in die Laderoutenplanung eingeplant, auch wenn man das möchte. Mhm. Also im Gegensatz zu anderen Herstellern, wo man eben sagen kann, hey, ich will es eben, dass Tesla und ein NBW zum Beispiel angefahren wird, kann man das eben nicht machen. Man kann sie nur manuell auswählen, soweit ich weiß. Und das nächste ist halt auch, ich kann nach wie vor, noch schlimmerer Kritikpunkt bei Tesla, ich kann nach wie vor nicht einstellen, mit wie viel Prozent ich ankommen möchte. Jeder neue elektrische Wagen, auch Kleinstwegen, oder? Können das einstellen. Du testest in der ja Regel, viele. In der also Regel. Die meisten können irgendwie einstellen, ich möchte mit 20% ankommen. Ja. Sagen viele, ja, ist doch egal. Nee, für mich ist es nicht egal, weil ich eben den Akku schonen möchte. Ja. Und am besten ist es für einen Akku, nicht unter 20% zu fahren. Ja. Meinetwegen noch 10%, aber ich fahre am liebsten, wenn ich weiß, ich muss sowieso laden, fahre ich mit 20% an die Ladesäule, um den Akku eben zu schonen. Und da plant er zum Glück meistens so, aber halt nicht immer. Und gerade bei unserem Model 3 sehe ich, da ist die Planung nochmal eine andere. Will er teilweise mit 3% ankommen? Nee, Mann, das will ich einfach nicht. Und wir sind ja im V2, ob er 130 zieht, gerade mit 108 kW. Vorkonditionieren hat er gar nicht angezeigt, keine Ahnung. Aber wie gesagt, das Model S lässt sich immer ein, zwei Minuten Zeit, also meiner, um hier komplett hochzuziehen. Jetzt sind wir bei 108 kW. Wenn es anfängt zu brummen, ist ein gutes Zeichen. Dann arbeitet er. Ich habe gerade Ladegrenze 100%, deswegen zeigt er 55 Minuten an. Also, liebe Freunde des Stroms, es hat sich was getan in Oberhonnefeld. Und zwar ist es so, dass wir neben den 40 Supercharger-Stalls und den 20 Anschlüssen bei Allego jetzt auch Ionity haben hier neu. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, die letzten Male, wo ich hier war. Das heißt, die müssen relativ neu sein. Direkt neben der Bäckerei hier, die ich sehr gut euch ans Herz legen kann. Also, wir haben hier gerade auch Brötchen geholt, wir frühstücken jetzt hier. Und da hinten ist der Supercharger. Also relativ praktisch für diejenigen, die viel mit Ionity fahren, zum Beispiel MEB-Fahrzeuge wie der VW ID.3 oder auch generell VW Group-Fahrzeuge wie der Taycan. Könnt ihr direkt hier laden, wie dieser Megane E-Tech hier aus den Niederlanden und direkt dann beim Bäcker was zu essen kaufen. Die sind sehr freundlich und Leute, die Auswahl ist wirklich hervorragend. Ach, guck mal, da hinten ist mir gar nicht aufgefallen, da sind nicht nur diese Halo-Säulen, sondern auch Alpitronic-Säulen tatsächlich. Ionity macht nämlich auch Alpitronic-Säulen, wo ihr dann auch eure 400 kW maximal ziehen könnt an beiden, also Alpitronic und Halo. Sehr schön, Daumen hoch an Ionity, freut mich, dass ihr hier auch weiter schön ausbaut. Genau, jetzt laufen wir einfach mal vom Bäcker zurück. Hier sehen wir dann die Allego-Ladesäulen, die haben ja vor einem Jahr oder so erweitert und jetzt hier auch 8 Alpitronic-Säulen, also 16 Anschlüsse insgesamt, die 300 kW maximal abgeben können. Und ein Snackautomat ist jetzt auch neu dazu gekommen. Und habt ihr da hinten halt einmal den V2 und V3 Supercharger. Also ist ja gemixt hier in Oberhonnefeld. Also müsst ihr keine Angst haben, ihr könnt ja auch am V3er laden, ihr müsst nicht an den V2. Und das ist dann hier die Auswahl beim Snackautomaten. Genau. Sehr cool. Die gibt es ja generell in der ganzen Republik mittlerweile. Mega Geschäftsmodell. Und dann schauen wir doch mal, wie schnell mein Fahrzeug gerade lädt. Wie gesagt, wir hatten hier leider Netzprobleme. Ich habe gerade mal in die App reingeschaut. Er lädt immer so 10 bis 20 kW unter der normalen Ladekurve, was ich echt schade finde. Aber kann man nichts machen. Wir haben umgeparkt, hat nichts gebracht. Ist okay, wir haben keinen Zeitstress. Aber trotzdem ein bisschen ärgerlich dann. Dann setzen wir uns auch gleich mal rein. Oh, er produziert jetzt schon ordentlich Abwärme. Also das Auto hat Bock, schnell zu laden. Leute, es ist genau das, was ich meine. Wir haben jetzt wirklich nicht getrödelt hier. Wir sind gerade zum Bäcker, haben uns was zu futtern geholt. Haben einmal kurz Ionity uns angeschaut und wir sind schon bei 60% wieder. Also 57%. Das ist echt geil, wie schnell der Wagen bis 60% lädt. Ich weiß, dass es nach 60 ein bisschen träge wird bei dem Fahrzeug. Aber ist schon vollkommen okay für mich. Schon 22 Kilowattstunden wieder reingeladen. Sehr cool, trotz dieser Netzprobleme hier. Sehr, sehr cool. Wir navigieren jetzt nochmal hier an unserem Park-and-Ride-Parkplatz. Bin mal gespannt, was er uns jetzt reinplant. Ich möchte auf jeden Fall nochmal zwischenladen. Auch wenn ich hier jetzt vollladen könnte, theoretisch, oder bis 90% und dann durchfahren. Aber ich möchte einfach an dem Park-and-Ride-Parkplatz eine Sicherheit haben und noch ein paar Prozentchen haben. Man kann da zwar per AC laden, aber man muss sich ja nicht herausfordern. Selbst hier möchte er nur mit 14% ankommen. Also, nee. Wir werden jetzt mit 80% weiterfahren und fahren einfach mal, wie gesagt, Richtung Grenze und schauen dann, was passiert. Ich denke mal, wir werden wieder in Zevenaar laden. Typisch hinter der Grenze, das abgeranzte Teil. Vielleicht auch an einem anderen. Müssen wir einfach mal schauen. Thank you.
Also, meine lieben Freunde, wir sind jetzt beim zweiten Supercharger angekommen. In Dulven, nicht in Zevenaar wie üblich. Normalerweise lade ich ja immer in Zevenaar beim abgeranzten Supercharger ganz Europas. Aber dieses Mal in Dulven, hier war ich noch nie, der ist etwas weiter nur, hat viel mehr Stalls. Ich bin jetzt von einem V3 Supercharger ausgegangen, weil Tesla ja immer die V-Max angibt, also der Supercharger. Aber es hat sich herausgestellt, dass der ein V2er ursprünglich war und einfach erweitert wurde. Und dementsprechend laden wir jetzt am V2. Komischerweise auch nur mit 110 kW. Also heute habe ich kein einziges Mal meine maximale Ladeleistung gezogen, was extrem untypisch ist. Ich ziehe immer meine maximale Ladeleistung. Keine Ahnung, woran es liegt, vielleicht wieder am Anschluss. Es gibt, glaube ich, auch alte V2 Supercharger, das wissen die Model S und X Fahrer, die schon länger dabei sind, jetzt auch, die nur 110 kW ziehen können oder 130. Ja, und dann gibt es welche, die 150 können. Also ich denke mal, es liegt wieder am Anschluss, nicht am Auto auf jeden Fall. Aber hey, ist nicht so schlimm. Wir haben ja Zeit, es ist hier bei so einem Casino. Und man merkt auf jeden Fall, dass in den Niederlanden, ne, zum einen die Ladepreise günstiger sind. Wenn ich bezahlen müsste, würde ich hier gerade mal 23 Cent die Kilowattstunde zahlen. Das ist nach der Türkei tatsächlich der billigste Anbieter von Supercharger-Strom, also die Niederlande. Das liegt daran, dass hier keine Steuern auf den Strom erhoben werden beim Supercharger. Das ist eine Förderung von der Regierung, meine ich zumindest, hat mal jemand kommentiert. Und das wird auch erklären, warum der Strom so billig ist. Aber selbst wenn sie die Besteuerung erheben würden, wäre der Strom wahrscheinlich günstig, ja, günstiger als in Deutschland, weil sie sehr viele erneuerbare Energien hier haben und davon relativ viel. Ihr seht, hier geht schon wieder der Wind, meine Haare sind komplett durcheinander. Viel Windenergie, immer mehr Solarenergie, was ich auch sehe. Und das kommt dann auf eine relativ kleine Fläche. Das ist schon klasse hier in den Niederlanden. Und man merkt auch, dass sehr viele andere Marken hier am Supercharger laden. Das ist ja eine Sache, die in Deutschland auch immer mehr kommt, dass Fremdmarken bei Tesla laden aufgrund der niedrigeren Preise. Aber das ist in den Niederlanden schon länger so und auch nochmal in deutlich größeren Ausmaß. Klar, jetzt ist es ein schlechtes Beispiel. Hier lädt sonst nur noch ein MG4 Luxury und nur Tesla sonst. Aber in der Regel sieht man hier schon deutlich mehr Fremdmarken. Ja, das ist mir schon letztes Jahr aufgefallen. Und ja, wir laden jetzt einfach auf 60% oder 80% auf, so was und mit Drehen, dann fahren wir weiter zum Park-and-Ride-Parkplatz. Das ist nur noch eine Stunde von hier circa. Und dann gibt es ein paar Insights von Amsterdam. Also sind jetzt hier angekommen bei Park-and-Ride-Parkplatz und da trifft uns schon die nächste Schlappe der E-Mobilität, ein richtiges Problem. Und zwar, ich hätte gern hier bei diesen tollen Ladesäulen geladen. Hier gibt es ganz viele Ladesäulen, ganz toll, schön ausgebaut. Aber ich weiß nicht, ob ich hier Blockierengebühren zahle oder nach wie vielen Stunden. Und dann habe ich mich durch Foren geklickt und so weiter, habe aber jetzt aufgegeben. Ich habe einfach keine Lust, nachdem ich heute schon 6 Stunden gefahren bin und vor allen Dingen so früh losgefahren bin, jetzt meinen Zeitvorsprung, den ich mir hier erarbeitet habe, den loszuwerden, indem ich hier noch stundenlang stehe und dumm nach Blockiergebühren suche. Ja? Das heißt, wir werden jetzt nicht laden, dann laden wir halt eben später wieder umsonst beim Supercharger, auch nicht schlimm, und fahren jetzt einfach ins Zentrum, weil ich habe keine Lust, wie gesagt, hier elendig lange zu stehen und rumzuschauen. Auf jeden Fall gibt es hier extrem viele Ladesäulen, typisch in den Niederlanden. Das ist hier kein Problem. Ich fasse jetzt mal mit euch nochmal das typische Beispiel Ladeinfrastruktur auf. Und zwar hier sieht man, wie der E-Hub lädt. Ja, der E-Hub ist gar nicht so interessant. Ist ein cooles Auto, klar, keine Frage. Aber jetzt schwenke ich mal nach hinten und da haben wir direkt die nächste Ladesäule. Das soll einfach wieder ein Beispiel für euch sein, wie gut die Ladeinfrastruktur hier ausgebaut ist. Natürlich auch viele Fahrradfahrer, das natürlich auch wichtig ist für den Klimaschutz. Aber neben den Radfahrern natürlich auch viele Ladesäulen, auch total einfach zu bedienen hier. Ich weiß nicht, ob das Parken nach wie vor kostenlos ist. Ich habe mal im Forum gelesen, es sei kostenlos. Ich würde es nicht riskieren oder mich vorher ausführlich informieren, weil wenn es kostenlos ist, könnte ich mir vorstellen, einfach hier mein Auto zu parken und zu laden, während ich nicht in der Stadt bin. Also es gefällt mir sehr gut. Das habe ich ja schon letztes Jahr mit euch geteilt. Und ich glaube, da bauen sie auch weiter fleißig aus. Also sehr, sehr toll. Ich hätte nur Angst, manchmal, wenn kein Geländer ist, mein Auto in den Fluss hier zu setzen. Muss man wirklich aufpassen. Ich meine, schaut euch mal den an, wie stark der hier schon drüber hängt. Naja, also Daumen hoch dafür, Amsterdam gefällt mir sehr, sehr gut. Genauso wie die Anzahl der vielen Taxis hier, die elektrisch rumfahren.
Also wir trinken jetzt hier den Special Drink von Amsterdam. Auf Basis von Tonic überwiegend. Sehr schön aufbereitet. Und ja. Und? Schmeckt nach Tonic. Okay. Wer hätte das gedacht, wenn Tonic auch noch drin ist? Tonic aber leicht verfeinert. Als man. Ich glaube, das da oben ist so aufgeschlagener Eierschaum. Kann das sein? Das sieht aus wie so BC. Es schmeckt tatsächlich wie Tonic, aber leicht versüßt und verfeinert. So. Also der Name ist, ich habe hier gerade den. Bei Cold Drinks, hier kann man sehen, es ist der Orange Blossom House City Drink. Und der kostet 6,50 Euro oder 541 New Points. 6,50 Euro wert? Überlegt. Mach einfach eine Probefahrt beim Neo, dann kriegt ihr den umsonst. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Also, wir hatten jetzt einen schönen Tag in Amsterdam, wie ihr sehen konntet, und haben jetzt gerade bezahlt. Das ist wirklich eine Top-Empfehlung von mir. Parkt auf jeden Fall außerhalb von Amsterdam. Wir haben mit 6 Euro gezahlt für über 8 Stunden und haben jetzt effektiv vielleicht 20, 25 Minuten gebraucht, von hier ins Zentrum zu kommen. Und es war eine langsame Verbindung. Also mit der schnellen Verbindung, die ihr auch nehmen könnt für diesen Tagespass, den man hier kaufen kann, braucht ihr vielleicht 10 Minuten. Das lohnt sich auf jeden Fall, macht es und dann spart ihr auch ordentlich. Ihr müsst auf jeden Fall euer Ticket dran halten, dann könnt ihr auch da was sparen, sonst müsst ihr 32 Euro zahlen. Ganz wichtig, euer Ticket, das ihr gekauft habt, dran halten. Das hat 9 Euro gekostet als Tagespass. Und ja, wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit dem Tag heute. Und jetzt geht es nochmal 600 Kilometer nach Hause. Bin ich mal gespannt, wie schnell er gleich lädt. Er hat uns gerade schon reingeplant, dass er dreimal laden möchte. Einmal für 5 Minuten vor den Toren Amsterdams. Dann nochmal ein Zevenaar. Kennt ihr ja aus meinen Videos, den Supercharger, den Ranzigen. Und dann nochmal ein Oberhonnefeld. Aber wir werden unser eigenes Ding machen. Ich plane jetzt aktuell, direkt nach Zevenaar zu fahren, mit relativ wenig anzukommen, da zu laden und dann durchzufahren nach Oberhonnefeld. Hier den Kasimir müssen wir noch in Köln abliefern gleich. Und ja, ich werde auch nicht alles fahren. Die Vanessa fährt auch noch einen Teil. Bin mal gespannt. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ja. Ey, das ist so cool. Keiner am Steuer, außer Kasi auf dem Beifahrersitz. Ey, ich dachte, die Funktion wär gar nicht mehr verfügbar. Wieso geht das noch? Das geht. Tatsächlich geht es. Aber du kannst sie nicht wie in den USA. Filmst du es gerade? Ja. Sehr gut. Also ihr könnt es nicht. Das müssen wir auf jeden Fall schicken, die Aufnahme. Ich pack das rein. Ich habe kein Mikro, aber... Ja, ist doch egal. Man kann ihn nicht herrufen in den USA. Also da kann man ihn ja, wenn ich da hinten stehe, herrufen und fährt daher. Geil. So, ihr seht, die Sonne geht gerade schön unter hier in den Niederlanden, beziehungsweise sie ist schon untergegangen. Es stürmt weiterhin aktiv. Wir sind jetzt wieder in Duiven, wo wir auch vorhin schon geladen haben. Da habe ich ja gerade schon mal hier gefilmt. Und ja, ich bin ein bisschen genervt, denn mein Fahrzeug hat heute bisher kein einziges Mal seine Peak-Ladeleistung gezogen. Das scheint aber, aktuell bin ich zumindest der Meinung, nicht an meinem Auto zu liegen, sondern an den Superchargern. Denn ich war ja vorhin, vielleicht habe ich es ja auch schon reingeschnitten, an einem anderen Supercharger gewesen, hier in Amsterdam, vor den Toren Amsterdams. Und da war ein Taxifahrer mit einem Model Y Long Range, der hat auch nur 130 kW gezogen und war auch total genervt. Der kam aus Rotterdam und hat gesagt, da war es auch nicht viel besser. Ja, echt schade. Auch in Oberhonnefeld konnten wir nicht schnell laden. Also ich habe hier heute das Höchste gezogen, war 110 kW. Das ist immerhin auch ja, 12 kW langsamer als meine Peak an V3 und V4 Superchargern. Und wir haben am V2 geladen. Also das war tatsächlich 23 kW weniger als meine normale Peak. Keine Ahnung, woran es liegt. Wir haben 16 Grad Außentemperatur, vielleicht liegt es daran, aber normalerweise ist das eigentlich auch kein Problem, weil er konditioniert vor, er heizt die Batterie für optimales Laden. Keine Ahnung. Also ich bin der Meinung, es liegt am Anschluss hier. Und ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Bin gespannt, wie es beim nächsten Supercharger-Stop sein wird in Oberhonnefeld, ob Oberhonnefeld mehr abgeben wird oder wir laden an einem anderen Supercharger in Bogendorf oder so und schauen, wie viel der abgibt. Also wir sind jetzt am Supercharger Hilden und endlich, Leute, endlich konnte ich meine maximale Ladeleistung mal sehen heute. Das ist jetzt der 5. Supercharger heute und gleichzeitig der 1.
wo ich meine maximale Ladeleistung ziehen kann. Und zwar 134 kW max, also wir haben gerade 132 kW gesehen. Und warum habe ich Hilden angesteuert? Ganz einfach, wir mussten sowieso nochmal laden. Und bei Hilden war ich mir sicher, also wenn irgendwo die maximale Ladeleistung möglich ist, dann in Hilden. Also die anderen scheinen alle Netzprobleme gehabt zu haben, was echt enttäuschend ist. Also ich finde es ziemlich krass, dass wir in ganz Niederlande solche Netzprobleme hatten und die alle total langsam geladen haben, inklusive Oberhonnefeld vorhin. Also echt klasse. Snavi hat vorhin gesagt, ich komme um 4 Uhr morgens an zu Hause. Naja gut, ich kann ja morgen ausschlafen, ist nicht so schlimm. Freut mich auf jeden Fall, wie gesagt, dass wir jetzt endlich hier schnell laden können. Ist noch relativ viel los, sogar hier in Hilden. Wir haben jetzt kurz vor Mitternacht. Ja, und es laden hier noch so circa 5 Autos. Ja, sehr, sehr cool. Ja, also City Greed hier, Hilden ist immer wieder was wert. Also wenn ihr irgendwie Netzprobleme habt und nur mal sicher gehen wollt, fahrt hier hin. Hier läuft es immer sicher. Allein weil wir hier hinten diese ganzen Trafo-Speicher und so weiter haben. Sehr, sehr cool. Danke, Roland Schüren. Und wir laden jetzt weiter und dann geht es auch schon Richtung Heimat. Freunde, in der Mitternacht, Morgenstund, was auch immer. Wir sind jetzt hier gerade um 2:30 Uhr morgens am Supercharger in Bensheim. Das ist unser letzter Supercharger. Ich werde jetzt am Ende dann nicht mehr aufnehmen und jetzt das Fazit dranhängen. Wie fühlen sich 1200 Kilometer an einem Tag mit dem Tesla Model S an? Also mit dem 7,5 Jahre alten Tesla Model S, das ich fahre. Ja, was kann man sagen? Eigentlich relativ angenehm. Das Fahrwerk ist super. Also für Langstrecken nach wie vor sehr gut geeignet. Ich habe ja auch euch auf den ganzen Ladestops und so mitgenommen, abgesehen von der katastrophalen Ladeinfrastruktur dieses Mal. Also ja, übertrieben gesagt. Klar, sie haben alle funktioniert, aber haben halt einfach nicht so viel Leistung abgegeben. Hat es eigentlich sehr gut funktioniert. Ja, jetzt zieht er gerade auch wieder seine 120 kW, trotz der niedrigen Temperaturen. Also der liefert schon ganz schön gut ab, der Wagen noch. Wir haben uns jetzt noch einen kleinen Snack geholt. Natürlich ist das hier nur experimentell und auf Dauer nicht zu empfehlen, wirklich so viel an einem Tag zu fahren. Aber ich habe es jetzt einfach mal gemacht. Es ist gut möglich mit dem Fahrzeug. Und Niederlande sowieso, kann ich nur zusammenfassend sagen, hervorragende Ladeinfrastruktur. Sind uns wirklich ein paar Jahre voraus mit der E-Mobilität. Viel mehr E-Autos, auch andere Modelle, die es bei uns nicht gibt. Habt ihr ja auch gesehen, CKX und so weiter. Haben wir uns dort auch angeschaut, so wie das neue NIO-Haus. Also echt klasse, ich bin immer wieder gerne dort. Da werden auch nach wie vor Videos dazu kommen, weil ich einfach die Niederlande als sehr sehenswert finde. Genauso wie Norwegen, wo es auch noch hingehen wird, sehr wahrscheinlich dieses Jahr. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da gerne. Abonniert den Kanal und fahrt elektrisch. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder in den Kommentaren. Bis dann, Leute. Ich gehe jetzt schlafen. Ciao, ciao.